Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 Blood and Wine. Und es ist passiert. Detlaff hatte es angekündigt, sollte seine Sylvana nicht bei ihm vorbeischauen und sich erklären, wird er Buclair zerstören. Und an diesem Punkt stehen wir. Die Vampire greifen an und machen uns das Leben schwer. Ich falle mal an. Ah, da hinten ist sie. Hallo. Na endlich, da ist die Bruxa. Lange hat es gedauert, bis wir die mal gefunden haben. Aus deiner... Weiter, hier, komm her. So, eine tote Bruxa. Und ein paar tote Wachmänner. Ebenfalls. Und nun... Sianna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und... Tja, Detlaff hat es ernst gemeint. Offensichtlich. So. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Regis, du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlaff hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlaff zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlaffs Forderung erfüllen und seine geliebte Sianna befreien. Alter! Warum immer Ausflüchte? Du meinst, Detlaff glaubt noch, dass Sianna unschuldig ist? Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Scheinbar. Du willst Sianna wirklich befreien und Detlaff ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlaff ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht in Sinn vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Oh, ja, ich glaube, das Erste ist erstmal wichtig. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Siannas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Okay. Das ist schon mal eine klare Antwort. Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sianna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Habe ich deine Vorbehalte damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Wie würde ich Detlaff denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den ältesten und stärksten gehören. Mhm. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlaff erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlaff herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erstmal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier
Orianna zum Beispiel. Weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön. Sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Sianna befreien und zu Detlef bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlef aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlef zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Boah. Ja, die letzte Antwort, die ist für den Arsch. Nachdenken ist nicht. Wir haben keine Zeit zum Nachdenken. Sianna befreien, reden wir mit Damien. Ich bin für eine solide Lösung, suchen wir Orianna. Boah. Ich sag mal, ich finde die zweite mit Orianna... Die interessiert mich aufgrund dessen, ich will wissen, was das Unsichtbare ist. Ohne Scheiß. Auf der anderen Seite, Sianna befreien, reden wir mit Damien. Würde die Herzogin uns krumm nehmen oder eher nicht? Boah, das ist echt eine schwere Entscheidung. Ich kann mich gerade echt nicht so wirklich entscheiden. Eine dritte Alternative gibt's nicht, wenn, wie gesagt, das letzte da unten, kann man sich sonst wohin stecken. Worüber soll ich denn nachdenken? Über Gott und die Welt oder was? Ich muss trotzdem eine Entscheidung fällen. Das kann nicht, also die dritte Antwort, die fällt raus. Also entweder die oder die. Sianna befreien, reden wir mit Damien. Wenn wir Sianna befreien, geht's zu Detlef. Oder die solide Lösung. Und dann gehen wir in den Kampf. Aber auf der anderen Seite, Detlef ist ja nicht schuld an der ganzen Scheiße. Boah, das ist so schwer, hier eine Entscheidung zu fällen. Ich mach mal Detlef. Wie gesagt, Detlef ist zwar impulsiv und ist brandgefährlich, definitiv. Aber wie reagiert er auf Sianna? Ja, bei der anderen Lösung ist klar, worauf das hinausläuft. Da werden wir dann auf gut über lang gegen Detlef kämpfen. Will ich Detlef versuchen, am Leben zu halten? Also ich sag mal, wenn ich Detlef töte, und darauf läuft es ja hinaus, entgehe ich, also mache ich die Welt zu einem sichereren Ort. Und auch Sianna ist deutlich... Ja, ich sag mal, nicht rehabilitiert, sondern sie ist frei, sag ich mal. Und muss nicht auf Angst an Rache irgendwann noch leben. Auf der anderen Seite halt, wie gesagt, Detlef ist nur ein Machtinstrument gewesen, ein Werkzeug von Sianna. Boah. Ich meine, ich kann auch die Herzogin verstehen, dass die in gewisser Weise Angst um ihre Schwester hat. Aber mal ernsthaft, ein bisschen naiv ist die schon, oder? Was das angeht. Also, Blutsbande hin oder her. Aber das kann doch nicht sein, ohne Scheiß. Okay. Ich muss jetzt eine Entscheidung fällen und das werde ich jetzt auch machen. Wenn wir Sianna befreien, geht's zu Detlef. Und wir werden auf jeden Fall ziemlich viel Wut auf uns ziehen von der Herzogin. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich sehr interessant, das Unsichtbare zu finden, zu sehen. Ich frage mich echt, wie ihr entscheiden würdet. Aber ich... Ich bin der Meinung, wir müssen versuchen, alle am Leben zu erhalten. Was heißt alle am Leben zu erhalten? Weil Sianna ist ja der ganzen Scheiße schuld. Wisst ihr was? Und das ist auch das Lösungsantwort, finde ich. Sianna ist an allem schuld, also soll sie sich auch der Gefahr stellen. So,
Das ist meine Lösung. Das ist damit kann ich mich abfinden und deswegen machen wir das. Es kommt mir zwar verrückt vor, aber ich mache es. Ich frage Damian nach Sienna. Ich wusste, dass du mich nicht betteln lässt. Immer langsam. Ich verspreche gar nichts. Ich will mir nur einen Eindruck von der Lage verschaffen. Kommst du mit? Na klar. Viele Hände erleichtern die Arbeit. Ich glaube, das ist die Antwort einfach darauf. Detlef ist ja nicht von Natur aus gefährlich, sondern er ist einfach nur ein, sollte man sagen, Machtinstrument. Und das müsste man irgendwie abgewöhnen, dass er nur seine eigenen Interessen verfolgt und nicht zum Instrument anderer wird. Schnell, Damien könnte in Gefahr sein. Oder tot. Er schien mir doch recht kampferprobt. Gegen Mensch, nicht gegen Monster. Schneller, verdammt! Meine Fresse, also. Schau, da! Wir müssen ihn erledigen, bevor er wieder tötet. Aua! Ah, Scheiße. Das falsche Zeichen. So, weiter. Ich hätte nie gedacht, dass niedere Vampire Befehle von höheren Vampiren befolgen. Das tun sie auch nicht. Wie konnte Detlef sie dann auf die Stadt hetzen? Ich sagte ja, er ist außergewöhnlich. Er kann sie seinem Willen unterwerfen und mit seinen Gedanken kontrollieren. Sie werden weiter angreifen, bis er sie zurückgreift. Oder bis er stirbt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss hier die ganze Arbeit erledigen, weil Detlef. Oder kotzen sich Vampire eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist nicht irgendwas? Leck mich doch, du blöde Fuck! Hallo? Ein Schlag noch. So. Kommen wir jetzt endlich weiter hier. Auf geht's zu Damien. Kreisch, kreisch, kreisch. Alles nur Frauen. Die ganzen Männer sind schon tot oder wie oder was oder wo? Wow. Das Monster ist. Autsch, was war das? Da geht Regis einfach durch uns durch. Okay, das nenne ich mal einen schnellen Tod. So, sind wir jetzt endlich mal langsam da. Die Rüstung war nutzlos. Da sind die Klauen durchgegangen wie durch Butter. Beeilung. Jede Verzögerung bedeutet mehr Tod. Geralt, würdest du bitte zurückkommen? Was denn? Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Nein! Er ist danach verblutet. Während wir... Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Dieser Geruch. Damians Blut. Er ist verwundet. Gehen wir. Alter, woher weiß der, wie Damians Blut riecht? Hat der schon mal dran geschnüffelt oder was an seinem Blut? Eine Straßensperre. Das ist für Vampire. Von hinten getroffen, nach vorne gefallen. Hat zu flüchten versucht. Sie müssen bemerkt haben, dass sie die Stellung nicht halten. Natürlich haben sie ein Versteck. Meine Fresse. Überall Vampire. Und jetzt wissen wir auch, warum das gute Spiel Blood and Wine heißt. Halt die Klappe, halt. Hack! Nein! Ich hätte echt gedacht, ich bin ihm aus dem Weg gegangen. Verreck doch einfach! Verreck mich doch, Mann, ey! Verreck! Endlich! Oh, Rucksack!
Ey, unser Schwert schon wieder kaputt? Willst du mich verarschen? Oh, jetzt renn doch nicht weg. So. Mal eben kurz ins Inventar. Schnell die Waffe reparieren, damit die wieder funktionstüchtig ist. So. Weiter geht's. Da geht's weiter. Wir müssen dringend Damian finden. Und so schnell wie möglich. Oh, ey, noch mehr Vampire. Sie müssen sich noch in der Bank verbarrikadiert haben. Oh, kein Problem, mache ich. So, ein toter Vampir mehr. Du hast es geschafft, ganz allein. Diese Hurenbrut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Diese Hurenbrut hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damian, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal. Deine Leute haben keine Chance. Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Gallonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxe Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Ich habe andere Pläne. Und welche? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Wissen. Aber wir müssen es nicht hindern. Ihr könnt euch das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Ja, es gibt Tote. Es wird noch mehr geben wegen einer Person. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben wegen einer Person. Wenn die gnädige Herzogin erfährt, dass ich euch geholfen habe, bin ich dran. Und wir direkt danach. Das Risiko gehen wir ein. Ich fürchte, wir verschwenden hier nur Zeit. Komm, Gerald. Moment. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer? Was hat die Herzogin getan? Sianna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kaserne zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Und vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen. Ich habe Beauclair geholfen. Das hoffe ich wenigstens. Gehen wir, Aegis. Auf ins Spielzimmer des Palastes, denn da soll ja die werte Dame sein.
Abseits der Wege muss ich ja jetzt nicht gehen. Würde ja keinen Sinn ergeben. So, da wären wir. Kann ich hier meditieren eigentlich? Geht das? Ah, geht so. Okay. Okay. Wow! Okay, das ging fix. Ah, jetzt ist richtig. Verschlossen. Natürlich. Regis, ich will diese Tür lieber nicht einschlagen. Würdest du... Er macht schon. Hallo? Danke. Zu Diensten. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen nervös, was uns jetzt erwartet. Schon wieder Spiegel. Holzente. Jemand hat ihr die Flügel abgebrochen. Ein Schaukelpferd. Ziemlich abgenutzt. Ist wohl viel im Einsatz gewesen. Ein Buch? Ein Tagebuch. Jetzt wird's interessant. Was zum... Ein Notizbuch. Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein waren. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Definitiv. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Siana gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anna Rieta schon 2 Zähne eingebüßt. Sie lief zu ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Siana die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anna Rieta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern. Aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Zitze, ist man einmal das schwarze Schaf? Wird man den Ruf schwer wieder los. So ist es. Heute begleitete ich die Mädchen zum ersten Mal in das Land der 1000 Märchen, wo wir den halben Tag verbrachten. Zuerst spielten wir mit Däumelinchen, dann mit Barbarossa, der für einen Briganten und Piraten recht galant war. Allmählich scheint mir, dass Isabelle de Roquefort unter potenten Halluzinogenen stand, wenn sie etwas hier hineinschrieb. Cannabis rudelaris vielleicht. Unterbrich mich nicht. Ich ziehe die Haube vor Meister Artorius Vigo angesichts seiner Errungenschaften. In den arkanen Künsten sucht er seinesgleichen. Halt! Artorius war hier der Hofmagier und Spezialist für Illusionen. Das heißt... Regis, zum letzten Mal. Halt den Schnabel, sonst gehst du in die Ecke. Die Mädchen sagen, wenn ich je alleine hingehen möchte, soll ich nur das Land der 1000 Märchen aufschlagen und Expecto Ludum sagen. Ein Buch als Schlüssel zu einer Illusion. Das wird ja immer interessanter. Ich habe den Verdacht, dass wir nochmal durch ein Portal müssen. Heute sind die Magier der Kammer eingetroffen, um Siana zu untersuchen. Ich weiß nicht, welche Schlüsse sie gezogen haben, aber der gnädige Herr ist gar nicht mehr er selbst. Fluch der schwarzen Sonne. Zweifellos wurden damals die Symptome diagnostiziert. Jedenfalls dachten sie das. Weiter. Ich wagte den Herzog zu fragen, was aus dem Mädchen werden soll. Er gab keine Antwort. Ich gab den Mädchen heute eine Lektion Nilfgaardisch. Siana gibt sich Mühe, aber das Vokabellernen fällt ihr schwer.
Anna Rieta ist begabter, allerdings auch impertinenter. Als sie mich außer Hörweite glaubte, bezeichnete sie mich als Bloede Kusse. Sianna und sie wären bald erstickt vor Lachen. Bloede ist klar, aber was heißt Kusse? In der melodiösen Sprache unserer nicht allzu freundlichen südlichen Anrainer bezeichnet dieser Begriff die vielblättrige Blüte in jenem Bereich, den wir so schnöde als Schritt bezeichnen. Ah, okay. Ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Ich will es jetzt gerade mal nicht aussprechen, aber ich sag mal blöde. Ihr wisst schon. Okay. Aber genug davon. Und ich glaube, der entscheidende Eintrag war das Land der tausend Märchen. Mag abenteuerlich anmuten, aber was, wenn Anna Henrietta Sianna in diese Illusion gebannt hat? Das ist nicht unmöglich. Vermute ich. Dort wäre sie sicher gewesen. Und allein. Mal sehen. Wo ist dieses Buch? Ich würde fast vermuten, dass das da steht, aber das scheint Nilfgaardisch zu sein. Verschlossen. Okay, was haben wir da hinten? Ein Zinnsoldat. Da sind zwar lauter Bücher, aber nicht das, was wir suchen. Ein Teppich. Spiegel. Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet? Abgesehen vom Staub, den faule Zimmermädchen drunter geschoben haben. So, und was haben wir hier? Spielzeuggeschirr und Stofftiere. Niedlich. Wir müssen immer noch hier durch. Und dafür brauchen wir den Schlüssel. Aber wo ist dieser Schlüssel? Verdammt. Ah, Regis, du stehst im Weg. Oh, ein Gemälde. Sieh da, ein Schlüssel hinter einem Bild. Ah. Deswegen der Wink zu dem Bild. Und da ist das Buch. Und wieder mal tauchen wir in Geschichten ab. Ist das das? Mal sehen. Geralt. Expecto Ludum. Wo auch immer wir jetzt landen, ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann wieder hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Bis zum nächsten Mal.